Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein Full-Face-Schminki mit Essence-Produkten für dich, also Essence Cosmetics, Leute. Und neue Produkte aus dem neuen Sortiment. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken. Lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ich habe mir auch ein bisschen was zu trinken natürlich hier hingeholt. Da habe ich mir den Waterdrop Zen reingemacht, weil Leute... Ich habe es auch gerade auf Insta gepostet. Ich bin auf dem Cover von der Yoga Junkies Box und das hat mich ein bisschen erfreut. Und jetzt muss ich mich ein bisschen runterholen, dass ich hier nicht zu eskalativ die ganze Zeit sitze, wie ein aufgestochenes irgendwas durch die Gegend hüpfe und hier einfach auf dem Stuhl sitzen bleibe, mich schminke, runterkomme und ne, damit ich klarkomme. Deswegen Zen, auf geht's. Und ich habe mir als Ziel gesetzt, immer für jedes Schminki, was ich drehe, was immer so ungefähr 1,5 Stunden oder 2 Stunden im Dreh dauert, dass ich eine so eine Flasche leer mache. Ja, das schmeckt übrigens auch lecker. Okay, wir starten das Ganze. Ich habe aus der My Power Is Reihe mir dieses Prime and Hydrate Spray geholt. Und das ist er und er ist mein Element, Luft, ne? Weil ich Zwilling bin. Und ich weiß nicht, normalerweise musst du das ja eigentlich nicht schütteln, ne? Die Rosenquarzsteinchen sind ja unten drin. Das verwende ich jetzt erstmal, um mein Gesicht, wo ich eben auch schon Gesichtspflege drauf gemacht habe, einfach nochmal einzusprühen und zu hydratisieren. Also der Sprühnebel gefällt mir schon mal richtig gut. Und das kann man dann theoretisch, oh, das riecht wirklich nach Rose, mega angenehm, immer mal wieder zwischendurch theoretisch verwenden, auch über den ganzen Tag und so. Das finde ich nice, ne? Also das ist jetzt kein Fixing Spray, sondern eher ein Priming Spray. Das darf man nicht vergessen, das ist ein Unterschied. Was ich jetzt aber gerade merke, da wo das halt jetzt auf der Haut direkt drauf ist, unter den Augen und auf den Augen drauf, kribbelt das ein bisschen bei mir. Mag daran liegen, dass ich zurzeit halt wirklich sehr problematische Haut habe, ne? Gerade um die Augen herum. Das werden wir vielleicht nachher auch beim Schminken sehen. Aber ja, das ist jetzt auch schön in die Haut eingezogen und meine Haut fühlt sich jetzt gerade ein bisschen an, als würde sie arbeiten. So ein bisschen wärmer tatsächlich. Sehr interessant. Rose ist ja normalerweise eher beruhigend von seiner Art und Weise her und beruhigen kann ich gerade sehr gut gebrauchen. Etwas, was ebenfalls beruhigen soll, ist von Essence der Skin Lovin' Sensitive. Das ist wohl eine neue Reihe, die die haben. Da habe ich auch noch den Concealer und das Puder mir von geholt. Das werden wir auch zusammen gleich austesten. Der Primer Moisturizing and Nourishing. Der ist nicht pickelverursachend und mit Aloe Vera. Und ohne Duftstoffe, ohne Alkohol, ohne Silikone, ohne Parabene, ohne Mineralöle. Das hört sich per se für mich schon mal ganz charmant an. Also da habe ich richtig Bock drauf, den jetzt mal auszuprobieren. Kommt in so einer Verpackung, die sich sehr... matt, sehr rau, so, nicht rau, sehr, wie soll ich das sagen, nicht glatt anfühlt. Ja, aber irgendwie weich. Zen, Claudi, Zen. Kommt in einer Tube mit einem Rausquetschvieh und sieht aus wie eine ganz normale weiße Creme. Ich gebe mir den auf mein komplettes Gesicht. Ja, ich gebe mir den auf mein kompletten. Nein, ich möchte eigentlich gucken, wie die Foundation, die ja auch neu ist, wirkt mit und ohne Primer und wie der Primer so ist. Ich gebe mir den auf eine Gesichtshälfte, nur auf diese hier. Nee, ich möchte mir den aufs ganze Gesicht geben, Leute, weil sonst wird es so oder so nicht funktionieren, weil mein Gesicht so trocken ist. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Aber ich merke einfach, wie gut er mir gerade tut. Boah, der ist schön. Ich gebe mir da auch noch was von auf die andere Gesichtshälfte. Weil das ist trotz Primer Water und trotz Pflege sonst einfach zu trocken. Da wird die Foundation so oder so nicht funktionieren, denke ich. Also der Primer macht so erstmal einen ganz guten Eindruck. Fühlt sich sehr cremig an, sehr pflegend und jetzt nicht unbedingt sticky oder sowas. Aber das soll er ja auch gar nicht. Er soll ja für sensible Haut geeignet sein, also sprich auch für meine Haut. Er soll die Haut beruhigen und ja, viel mehr soll der ja eigentlich gar nicht machen. Und es gefällt mir auf jeden Fall jetzt so vom Ergebnis her. Moment, wenn man bemerkt, dass das Schwämmchen noch nicht angefeuchtet ist. Ich gehe mal kurz ins Bad. Okay, Foundation. Also die haben die Stay Natural oder die Stay All Day 16 Hours Long Lasting Foundation neu rausgebracht in einer neuen Formulierung und jetzt auch in einer Glasflasche. Ich habe mir die 08 jetzt hier rausgesucht. Das ist die Soft Vanilla. Und die ist ohne Silikone, ohne Mikroplastikpartikel, ohne Öle. Das ist sehr interessant, finde ich. Gut schütteln steht hier auch nochmal drauf. Es ist ein Flugzeug. Nee, es ist ein Trecker.
Herzlich willkommen auf dem Land. Ich habe zwei Pumper drin. Das könnte farblich auf jeden Fall passen. Sieht ein bisschen kühler aus. Und dann nehme ich mir einen Foundation-Pinsel. Ich habe hier eigentlich die Essence-Pinsel stehen, aber ich habe keinen Foundation-Pinsel mehr von Essence, weil der, den ich hatte, ist mir leider kaputt gegangen. Genau, dann trage ich das erstmal hier mit dem Pinsel auf. Hochdeckendes und seidig leichtes Make-up schenkt einen ebenmäßigen und matten Teint den ganzen Tag wasserfest. Gut, jetzt einen Eimer Wasser ins Gesicht packen kann ich jetzt nicht ganz so machen, aber das ist jetzt hier nur mit dem Pinsel eingearbeitet. Da gehe ich natürlich gleich nochmal mit dem Schwämmchen drüber. Es ist schon deckend, aber nicht hochdeckend. Ich sehe hier mein Muttermal, ich sehe Rötungen hier am Kinn. Ne? Also das mit dem Hochdecken können die sich aber abschminken. Ne? Geil, der Pinsel löst sich auch auf. Mist. Brauchkiste. Und ciao. Okay, dann gehe ich jetzt mit dem Schwämmchen drüber. Da habe ich hier das angefeuchtete Real Techniques Schwämmchen. Aber die Foundation gefällt mir richtig gut im Auftrag. Hochdeckend, nein. Aber das brauche ich eigentlich auch gar nicht. Die setzt sich jetzt gerade nicht irgendwie an trockenen Stellen ab oder so. Lässt sich schön einarbeiten und macht ein ebenmäßiges Hautbild. Also das sind die Merkmale, die ich halt an einer Foundation haben möchte, sage ich mal. Mattes Finish müssen wir gleich mal gucken, wenn die so ein bisschen getrocknet ist. Ich hoffe nicht. Ich hoffe, dass sie nicht matt wird, nicht totmatt. Aber man sieht ja auch eigentlich, dass sie ein bisschen glowy ist, ne? Also für mich ist das eine richtig schöne Foundation. Ich vergesse jetzt einfach mal alles, was da vorne drauf steht. Das ignoriere ich einfach. Sie ist eine Foundation mit einer Medium-Deckkraft für mich. Die macht ein seidiges Finish, aber kein mattes Finish. Sie ebnet aus, gleicht an und sie gefällt mir. Könnte für mich vielleicht sogar ein bisschen heller sein, aber wir sind jetzt ja auch gerade im Übergang Richtung Frühling-Sommer. Da werde ich ja auch noch ein bisschen, bisschen mehr Farbe in mein Gesicht kriegen als diese Blässe und dann wird sie halt echt gut passen. Die setzt sich nirgendwo ab. Ich finde, die sieht voll gut aus. Die mag ich. Also so auf den ersten, ne, Draufmachgedönsen. Müssen wir gleich mal gucken, wie die sich so im Laufe der Zeit verhält. Aber so ist das schon mal eine gute Kiste. Ja. Kommen wir zum Concealer. Da habe ich auch einen aus der Sensitive-Reihe. Und zwar habe ich mir den ausgesucht oder bestellt vielmehr in der Farbe 05 Fair und in der Farbe 10 Light. Weil man konnte auf der Homepage überhaupt keinen Unterschied sehen, muss ich ehrlich sagen. Ich werde wahrscheinlich erstmal den Fair gleich ausprobieren. Covering and Caring, also der soll sowohl abdecken als auch eine Pflege geben. Achso, ich kann es ja so machen. Ne? Auch der soll nicht pickelverursachend sein und mit Aloe Vera. Auch der hat keine Duftstoffe, kein Alkohol, keine Silikone, keine Parabene, keine Mineralöle und keine Sorgen mit dabei. Verpackungsdesign gefällt mir gut, finde ich hübsch tatsächlich. Ich mag auch gerne dieses Mintgrün-Türkis, wie man... Oh, das ist ein Farbmatch, Leute! Das ist ein Farbmatch, zu meinem Haarreifen 1A passend. Und ja, hier habe ich jetzt den Fair. Ja, ist ein unspektakuläres Applikator-Bürstchen, Füßchen, was so abgeflacht ist, ne? Und ist halt ohne Duftstoffe, riecht nach nichts. Den trage ich mir jetzt. Ja, kann erstmal so überall verteilt werden. Manchmal, wenn ich Concealer male ich mir auch einfach, wenn ich angefangen habe, mir Punkte zu malen und einen Strich und sowas auf die Nase, auch einfach mal irgendwelche Dinger im Gesicht, wo ich einfach gerade Bock drauf habe. Wer macht das auch so? Einfach aus Spaß an der Freude. Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Man sollte Dinge manchmal einfach nicht so ernst nehmen. Ja, die Farbe Fair ist wohl eine Geschichte, die dann auch meine Farbe wäre. Und das war ein Reim. Und die Deckkraft ist aber sehr leicht. Also sie deckt ab, ja, aber jetzt nicht so ultimativ krass, dass sie mir jetzt so weiße Panda-Augen machen würde. Das gefällt mir sogar, ne, muss ich sagen. Genau. Und das mit dem Care ist natürlich auch eine schöne Geschichte. Gut, das Einzige, was dann halt ein bisschen blöd ist, ist, dass es Unreinheiten hier unten einfach nicht abdeckt. Ne? Das ist dann ein bisschen unpraktisch, weil bei einem Concealer bräuchte man das vielleicht dann doch ein bisschen mehr. Also normalerweise habe ich ja nicht so eine krasse Familie da unten, aber das ist ja diese Maskne, da gibt es jetzt ein Wort für Leute. Diese Akne, die man bekommt, wenn man die Maske trägt. Das ist so witzig. Aber gut, ja.
finde es wirklich witzig. Ich versuche das jetzt einfach mal noch ein bisschen aufzubauen da unten. Ich möchte aber nicht, dass das Cake hier aussieht. Also, wenn es jetzt nicht abgedeckt wird, dann ist das mein so. Naja, ich lasse die jetzt da unten mal vor sich hinleuchten. Gefällt mir. Also für wer wirklich einen leichten Effekt nur haben möchte, kann sich den auf jeden Fall mal anschauen. Die Farbe Light werde ich dann anderweitig mal weitergeben. Das ist ja kein Problem. Die Produkte sind ja so super günstig, ne? Das kann ich demnächst mal in eine Verlosung mit reinpacken. Und ja, genau. Den mag ich aber gerne und den werde ich auch gerne noch weiterhin verwenden. Apropos noch weiterhin verwenden. Ich habe aktuell in Anwendung hier in meinem Schminkturm, was ich so als tägliche Schminkgeschichten verwende, von Essence den You Better Work Eye Primer. Und der war in einer Limited Edition mal von Essence mit drin oder in einer Reihe, die es glaube ich so gar nicht mehr in der Theke zu kaufen gibt. Aber bei Cosmetic for Less bekommt ihr das noch. Das habe ich heute noch gesehen, weil ich ein Video geschnitten habe, wo ich ein Fullface Nabla gedreht habe und die Produkte von Cosmetic for Less halt in Kooperation bekommen habe teilweise. Genau, den gebe ich mir jetzt einfach so oben auf meine Augenlider. Und da ich jetzt die ganzen cremigen Texturen aufgetragen habe, verwende ich ein Setting Spray bzw. das Mattifying Make-up Fixing Mist High Beauty Limited Edition oder Reihe, wie auch immer, von Essence. Das ist ja mit Hanf, Leute. Ne? Da brauchen wir ja nicht so drumherum reden. Genau. Hä, wo sprühst du denn hin? Oh. Der Sprühkopf ist irgendwie in eine ganz falsche Richtung gerichtet. Als nächstes habe ich aus der Skin Lovin Sensitive. Ich habe ein nasses Oberteil. Der Sprühkopf geht so nach unten. Egal. Skin Lovin Sensitive Mineral Powder habe ich hier, dieses Puder. Genau, ich glaube, das gibt es auch nur in einer Farbe Blurring and Mattifying. Auch das wieder nicht pickelverursachend und mit Aloe Vera und ohne diese ganzen Geschichten. Soll translucent sein, wenn ich aber die Farbe so sehe. Ist halt nicht so ganz translucent, ne? Das sieht irgendwie schon so ein bisschen eingefärbt aus. Mal gucken, ob das auf meiner Haut auch translucent ist. Das sieht schon mal ganz hübsch aus, ne? So eingestanzt mit diesem Sensi Love. Fühlt sich recht weich an, also recht weich, fein. Genau, das wäre das Wort gewesen, was ich suche. Und jetzt werde ich zuallererst mal mit einem Highlighter-Pinsel unter meinen Augen setzen. Das sind jetzt die Essence-Pinsel, die ich verwende. Ich bin erstaunt, es ist wirklich relativ translucent auf meiner Haut. Also es färbt jetzt nicht die untere Augenpartie groß ein. Es mattiert, ja. Nimmt den Glanz weg, ja. Aber sieht nicht so aus, als würde das meine Haut jetzt irgendwie groß einfärben. Das ist positiv, ne? Ich finde es halt cool, dass die jetzt auch wirklich Produkte rausgebracht haben, die ja, sowohl Make-up sind, als auch pflegen. Also das ist immer so eine Sache. Ich höre das auch immer wieder von meinem Umfeld, wenn ich so Unreinheiten habe oder wenn ich irgendwelche Hautprobleme habe, dann kommt, ja, du schminkst dich ja auch ständig. Ja, nee, also normalerweise ist ja das, was ich an Make-up und Schminke verwende, nicht schädigend für die Haut, weil das von wegen hier, das verstopft dir die Poren oder keine Ahnung, das ist ja alles schon lange nicht mehr so, ne? Aber das ist immer noch in den Köpfen der Leute drin, denn die Make-up-Industrie hat sich mittlerweile ja so dermaßen verändert, dass es eigentlich alles gar nicht mehr so ist, wie es mal war. Ne? Also damals, klar, als ich angefangen habe, mich zu schminken, vor 20 Jahren oder so, mag das so gewesen sein, dass vielleicht das ein oder andere Inhaltsstiftchen mit in den Kosmetika drin waren, wenn man zu viel davon aufgetragen hat, dass man da gegebenenfalls Probleme gekriegt hat mit der Haut. Hast du aber heutzutage eigentlich nicht mehr. Das können die sich ja gar nicht mehr leisten, ne? Jetzt nehme ich einen Fluffelpinsel, auch von Essence, und fluffel dann mit dem Puder einmal über mein komplettes Gesicht. Okay, das hat auf jeden Fall alles an Glanz aus meinem Gesicht genommen, hat es aber wirklich ebenmäßig gemacht. Und das wird ja mit der Zeit sowieso noch kommen, dass die Öle der Haut ein bisschen durchkommen, dass sich alles ein bisschen besser verbindet und man auch wieder ein bisschen Glow bekommt. Und Highlighter werden wir auch noch verwenden, also von daher mache ich mir darüber keine Sorgen, dass es immer halt nach dem Puder direkt sehr matt aussieht in meinem Gesicht. Finde ich aber nicht schlimm. Das macht einen sehr guten Eindruck, setze ich jetzt auch nicht irgendwo auf trockenen Stellen oder sowas ab. Und ja, gefällt mir tatsächlich auch. Also irgendwie sage ich die ganze Zeit, dass es mir gefällt. Aus der Hello Good Stuff Reihe habe ich mir jetzt endlich mal den Bronzer geholt, und zwar den Matt and Glow Bronzer. Der ist nährend mit Kakao und ich habe die Farbe 10. Cocoa Cool. Der ist jetzt nicht unbedingt neu,
Aber, ich glaube, der ist sogar im Standardsortiment mittlerweile drin. Auch da mit dem Pinsel rein. Du hast oben das Glowige und unten das etwas Mattere. Ich vermische das jetzt einfach und gebe mir das auf. Okay, der ist dezent. Aber das finde ich nicht schlimm. Der lässt sich auch schön aufbauen. Hey, der geht klar. Und der riecht so gut. Ich weiß nicht, ob das so ein Dupe sein soll zu dem Milk Chocolate oder zu dem Chocolate Bronzer von Too Faced, ne? Allein mit diesem schokoladigen Duft und so weiter. Keine Ahnung. Muss ich vielleicht mal so gegenüberstellen. Das wäre mal eine ganz gute Geschichte. Weil, dass ein Produkt ein Dupe ist, hängt ja nicht immer nur mit der Verpackung zusammen, sondern vielmehr mit dem Produkt an sich, ne? Wie das dann sich auf der Haut verhält und so. Und ich weiß auch, dass mein Too Faced Milk Chocolate Soleil aufgebaut werden muss, dass der auch eine sehr dezente Deckkraft hat und auch sehr weich auf der Haut ist, genauso wie der auch. Dupe-Alarm, Leute. Als Blush habe ich zwei verschiedene Alternativen hier stehen. Ich könnte mir entweder den The Blush nehmen, den ich in der Farbe 70 Believing habe, aber ich glaube, der ist mir zu dunkel. Ich glaube, der ist mir mittlerweile echt zu dunkel. Die haben auch jetzt neue Blush-Farben von dem The Blush rausgebracht. Habe ich mir dabei gedacht, als ich mir den gekauft habe? Oha, der ist viel zu dunkel. Ich meine, der wird einigermaßen zum Oberteil passen und auch zum Look, den ich nachher schminke, ne? Alternativ habe ich einen sehr hellen, und zwar den Brit Tea Blush aus einer, oder den Terrific Garden Party Blush. Den habe ich mal von der lieben Ela geschenkt bekommen. Der ist natürlich deutlich heller. Ich glaube, der passt auch mehr. Oder vielleicht ein Mix aus beiden, weil der doch sehr hell ist. Oh mein Gott, der ist fast weiß. Ich mache einen Mix aus beidem. Ja. Hauen mich aber beide jetzt ehrlich gesagt nicht vom Hocker. Also ich suche noch nach der richtigen Blushfarbe von Essence für mich. Vielleicht sollte ich mal im DM demnächst die The Blushes swatchen, um zu gucken, welche Farbe da genau passt, weil der ist wirklich zu dunkel. Der ist mir viel zu hell. Highlighter, da habe ich aus der Candy Wishes, Kisses, Xmas Wishes diesen Highlighter hier. Der ist nicht so super intensiv und der könnte vielleicht sogar ein bisschen dunkel sein. Ah, die Base war so schön. Was habe ich getan? Was habe ich getan? Der ist doch dunkel. Man sieht einen Balken. Das mag ich nicht. Jetzt versuchen wir aber das Ganze wieder weiter schöner zu machen. Und da habe ich aus der neuen Geschichte, so ein Doppelding, Brow Powder und Define Pan habe ich in der Farbe 01 Blond bis Medium Brown. Das ist dieses Produkt. Ist ganz witzig, ne? Also man hat hier einmal wirklich das Augenbrauenpuder drin, wo sich, das ist ja irgendwie in, ne? Aktuell, dass das Produkt hier im Deckel ist. Und dann hat man hier in dem Schwämmchen das Produkt mit dabei. Und auf der anderen Seite hat man halt wirklich einen ganz normalen, herausdrehbaren Augenbrauenstift in Tropfenform. Genau. Wobei die Feiner würde ich das jetzt nicht nennen, weil die Feiner heißt für mich eigentlich ganz, ganz dünn. Ich probiere es mal aus. Was mache ich jetzt erst drauf? Das Puder? Ja, eigentlich schon, ne? Das heißt, ich gehe jetzt vorsichtig mit dem Puder so da durch. Bin ja eigentlich kein Ultra-Fan von Augenbrauenpuder. Und wenn das dann auch noch so ist wie hier, ich weiß ja nicht. Aber vielleicht für den Alltag ganz gut geeignet, weil meist geht Puder ja ein bisschen schneller. Das heißt, ich gehe hier einfach mal so ganz grob daher. Hab dann auf jeden Fall eine Augenbraue, ne? Ja. Kann man machen. Recht dunkel, ne? Wenn ich das richtig sehe. Aber es geht. Das sieht aber sehr schmutzig aus. Also, das sieht schon hart dunkel aus. Und das ist blond bis medium brown. Das ist schon krass. Also, den muss ich safe nochmal solo verwenden, ohne dieses Puder da vorher drunter, weil... Moin. Ich muss das mal kurz ausblenden, Leute. Also zu dem Augenbrauenstift, den muss ich erstmal austesten, nochmal intensiver. Ne? Also das ist jetzt sehr gerettet vom Ergebnis her, aber es ist noch nicht schön, finde ich. Nee, sieht noch sehr komisch aus, weil ich diese Tropfenform halt auch echt schwierig finde, ne? Weil die so groß ist und wenn man dann halt so filigrane Augenbrauen hat wie ich, weil man in den 90ern, nein, Quatsch, in den 2000ern einfach zu viel gezupft hat, kommt in meiner Kiste für Produkte, die ich noch austesten muss. So, hier habe ich jetzt das Essence Lash & Brow Gel Mascara Produkt. Ja, ne, das ist ja der Klassiker, sage ich mal. Und damit werden die Augenbrauen jetzt einfach mal fixiert.
Dann gucken wir uns mal die Out in the Wild Lidschattenpalette an in der Farbe 01 Don't Stop Blooming. Hör nicht auf zu blühen. Und dann gucken wir mal, ob ich mit dieser Lidschattenpalette erblühe. Positiv zuallererst, wir haben hier einen Spiegel drin, was ich toll finde. Die Fännchen sind länglich, was ich nicht so toll finde. Die Farben sind challenging für mich tatsächlich, weil ich ja nicht unbedingt ein Fan bin von sehr rötlichen Geschichten. Andererseits gehen wir hier auch in die sehr nudige Richtung, dass das Ganze auch alltagstauglich gestaltet werden könnte. Und hier in die sehr, sehr dunkle Richtung. Also für mich sind das hier drei verschiedene Partien und im Prinzip auch drei verschiedene Looks, die man damit auf Anhieb schminken kann, wenn man möchte. Ja, ich guck mal, worauf ich gleich so Bock habe, ne? Also die Schimmertöne gefallen mir im Swatch schon mal richtig. Die matten Töne sind eher so lala, um das mal ganz ehrlich zu sagen. Und hier haben wir dann einmal die komplette Lidschattenpalette im Swatch. Zuallererst gehen wir mit einem Blendepinsel in diesen ganz hellen Vanilleton. Schön finde ich natürlich, dass hier so Blumen drin sind. Oha. Kickback, ne? Hast du auch am Start. Damit sette ich jetzt einfach mal Mut zur Farbe oder machen wir eher alltagstauglich. Ich glaube, heute machen wir Mut zur Farbe und Mut zu einem Halo-Eye. Das habe ich schon länger nicht mehr gemacht. Da habe ich jetzt gerade Bock drauf. Deswegen nehme ich mir jetzt hier so einen Smudger-Pinsel. Das ist halt so ein abgeflachter, aber nicht ganz flacher, sondern eher fluffig, flach Pinsel. Und gehe dann in diesen Ton hier rein. Die haben leider keine Namen, deswegen kann ich euch da nichts zu sagen. Ne? Das ist so ein recht helles Rot. Der Pinsel nimmt gut Farbe auf, ich klopfe aber ein bisschen ab, damit ich keinen Fallout bekomme. Und das platziere ich mir sowohl in meinem Außenwinkel. Okay, die Pigmentierung kommt nicht so intensiv aufs Auge. Dann kommt es auch noch in den Innenwinkel. Dann nehme ich mir diesen Beige-Ton quasi, der so einen leichten Rosé-Einstich hat, altrosa, wie auch immer. Auch mit dem Smudger. Oh, der ein... Oh, Kickback, oha. Der kommt auf mein Zentrum. Sehr, sehr staubig. Also hier brauche ich tatsächlich auch keinen Verbindungston, weil die Töne sich jetzt gerade echt von alleine miteinander auch verbunden haben. Das hat ehrlich gesagt ganz gut funktioniert. Dann nehme ich mir so einen quasi fluffigen Point Brush. Das ist jetzt dieser hier. Also der ist jetzt nicht so super streng gebunden vorne, dass man da jetzt wirklich so eine Spitze sehen würde, sage ich jetzt mal dazu. Und jetzt gehe ich ganz vorsichtig in dieses Schwarz-Anthrazit rein, um halt wirklich hier außen noch ein bisschen zu verdunkeln. Und das wirklich ganz, ganz präzise, vorsichtig und nicht zu intensiv. Da muss ich wirklich aufpassen, wenn ich hier das Pigment so aufgetragen habe und sehe, dass mir das vielleicht ein bisschen zu viel ist, nehme ich mir wieder den Blendepinsel und blende das so ein. Ich möchte das nämlich nicht zu intensiv halt verdunkelt haben, sondern wirklich nur so ein bisschen. Auch im Innenwinkel versuche ich das. Ja, und wenn man das vorsichtig macht, dann geht das selbst im Innenwinkel klar, finde ich. Ne? Das ist dann auch nicht zu intensiv. Gefällt mir sogar richtig gut, muss ich gestehen. Ne? Ja. Und jetzt möchte ich noch ein bisschen die Farben nach oben hin ausblenden. Das ist jetzt ein bisschen schwierig, weil ich habe ja schon quasi den hellsten Ton genommen. Das heißt, ich mache meinen Blendepinsel ein bisschen an dem Handtuch auf meinem Schoß sauber und mische mir diesen Ton, den ich zum Setten verwendet habe, mit dem Ton, den ich ja schon auf mein Lid gegeben habe. Damit es ein bisschen abgeschwächter ist und das gebe ich hier mir einfach außen entlang. Und dann wiederhole ich mir am unteren Wimpernkranz quasi das, was ich schon auf dem Auge drauf habe. Das heißt, also jetzt nicht zu wild werden. Ich nehme erst diesen hellen Ton hier, wo ich die Farbe nicht wirklich definieren kann, um ehrlich zu sein. Und den setze ich mir in die Mitte. Dann kommt dieses Rot. Dieses hier, ne? Nach außen. Im Prinzip genau da, wo ich es halt auch oben angesetzt habe. Und mit diesem ganz dunklen Anthrazit, was ja hier unten ist, gehe ich auch unten ganz, ganz vorsichtig außen nochmal entlang. Das sieht schon heftig aus, ne? Also ich gehe jetzt hier nochmal mit dem Blendepinsel
an den Kanten entlang. Aber wir haben ja noch keinen Schimmer verwendet. Das dürfte das gleich alles noch etwas freundlicher gestalten, denn so fühle ich mich ein bisschen wie ein Vampir. Schimmertöne. Ich suche mir jetzt einen schönen Schimmerton. Also theoretisch möchte ich eigentlich diese beiden oder einen von den beiden auf meinem Lid sehen. Ich glaube, ich nehme erst diesen feiner gemahlenen Ton und gebe den quasi, ja, nochmal als Aufhellung so auf das Zentrum mit dem Finger auf. Und dann nehme ich mir diesen etwas gröberen. Kann man doch bestimmt als Topper darüber geben. Intensiviert das Ganze auf jeden Fall noch ein bisschen, muss ich sagen, ne? Den Smudger habe ich mir jetzt kurz am Handtuch sauber gemacht und dann gehe ich in diesen roten Schimmerton da rein. Das nimmt der Pinsel tatsächlich sogar auf und den setze ich mir hier auch nochmal an die Übergänge. Jetzt nehme ich mir einen ganz, ganz festen Point Brush. Da sieht man hier, dass der auch wirklich fest ist, ne? Also der ist sehr starr. Und dann gehe ich damit, ja, eigentlich möchte ich jetzt was ganz, ganz Helles auch hier in der Mitte haben. Theoretisch, ja, ich wiederhole das mit den beiden Farben einfach nochmal. Das heißt, ich gehe erst in das Softgepresste. Und dann toppe ich das mit dem anderen Ton. Ich nehme jetzt auch nochmal den Point Brush und gebe mir was von diesem samtigen Glitzerton, Schimmerton in meinen Innenwinkel. Und den gebe ich mir auch noch so ein bisschen als Augenbrauen-Highlight. Ganz präzise unter die Augenbraue. Ja, und das wäre jetzt so der Look, den ich jetzt mit der Palette geschminkt hätte. Die Farben haben sich besser verarbeiten lassen, als ich gedacht hätte, muss ich gestehen. Ich finde den Look jetzt nicht so bombastisch, muss ich auch sagen, ne? Also bin ich nicht so Fan von, aber so ein rotes Halo-Eye ist auch gar nicht so gefällig, um das mal so zu sagen. Wir gucken einfach, was die anderen Produkte jetzt noch weiter damit machen. Jetzt nehme ich mir zuallererst den Inner Eye Brightening Pen. Der ist auch neu im Sortiment und ist in einer nudigen Farbe. Also so eine, ja, ne, sehr blasse Farbe. Und den gebe ich mir oben und unten auf die Wasserlinie. Also steht auf dem Kajalstift Soft Texture, aber der ist wirklich richtig soft und der ist da. Bam, ne? Ist richtig krass. Ja, es wird jetzt am Ende wahrscheinlich nicht mehr so ultra stimmig aussehen, weil ich jetzt viele verschiedene Produkte einfach austeste. Zum Beispiel auch hier den Liquid Ink Eyeliner in der Farbe Brown Waterproof. Da gibt es ja von Essence auch diesen Liquid Ink Liner mit dieser blauen Aufschrift, ne? Der ist ja schwarz. Jetzt habe ich braun. Mal gucken, ob braun jetzt zu dem Look passt. Es ist auf jeden Fall genauso warm wie der Look obendrauf. Mal schauen. Okay, das Pinselchen könnte vielleicht doch nicht mein größter Freund werden, denn es ist halt so ein sehr langes, sehr flexibles Bürstchen. Gibt aber gut Produkt ab. Mal gucken. Leute, all das Negative, was ich hier über den Essence Liquid Ink Eyeliner gesagt habe, muss ich jetzt revidieren. Weil er mir voll gut gefällt. Damit habe ich jetzt einen richtig schönen, präzisen Eyeliner ziehen können, der fast identisch sogar auf beiden Seiten geworden ist und wirklich annehmbar aussieht. Krass. Mhm. Und auch das Braune mag ich, weil das ist, ich glaube, schwarz wäre jetzt auch zu dem Look viel zu hart gewesen. So gefällt mir das wirklich gut. Also klasse Produkt, mega Empfehlung. So, jetzt wird das Krasseste, was geht, aus diesem Look herausgeholt. Und zwar mit der neuen Mascara. Die haben nämlich eine neue iHeart Extreme Mascara rausgebracht, die Crazy Volume Mascara. Und die ist jetzt in Waterproof. Ich glaube, die gab es vorher auch ganz normal. Und jetzt ist die in Waterproof. Jedenfalls stand da neu dran. Ich gehe davon aus, dass es auch neu jetzt im Sortiment ist. Oh mein Gott. Das ist, wow. Richtig lang. Ein ganz, ganz langes Gummibürstchen. Und vorne dran ist es so abgeschnitten. Okay. Nee, da sind, wenn man da das Produkt abmacht, noch ganz feine Gummiborsten dran. Ja, ich noch mal nach Mascara. Macht mir ein bisschen Angst, aber wir kriegen das hin. Ohne Mascara. Erste Schicht. Zweite Schicht. Dritte Schicht. Ja, nö, ne? Also ich finde die Mascara okay, aber finde ich sie
intensiv? Nö, sie macht keine Wawawum-Lashes. Sie macht auch für den Alltag nicht das, was ich jetzt von der Mascara brauchen würde. Ich mache mir jetzt hier tatsächlich auch noch ein bisschen mehr drüber, weil ich vermisse die Länge, ne? Und zu dem Look brauche ich einfach intensivere Wimpern. Und künstliche Wimpern mache ich mir ja nicht, deswegen hilft das nichts. Ich patze eigentlich so gut wie nie mit Mascara. Mit dieser habe ich jetzt ein bisschen gepatzt. Das ist auch ein bisschen, weiß nicht, nicht so cool. Hier so ein bisschen. Macht man übrigens am besten mit so einem Spoolie einfach weg, ne? Kann ich voll empfehlen. Ja, also die finde ich halt wirklich langweilig. Muss ich gestehen, da habe ich jetzt in letzter Zeit auch zum Beispiel die von Nabla, kann man preislich natürlich nicht vergleichen, aber, ne, oder die von L'Oreal, die Evolume oder die Glam & Doll Boost von Catrice zum Beispiel, die finde ich viel, viel besser. Das hier ist mir einfach zu wenig tatsächlich. Und wenn ich nachher noch Videos drehe, werde ich mir noch ein bisschen was von einer anderen Mascara drüber geben, damit es halbwegs in Ordnung aussieht, ne? Naja, aber gut, sei es drum. Wir gehen jetzt zu den Lippen. Jo. Da sind wir jetzt auch gerade, glaube ich, in einer ganz guten Entfernung hier. Da habe ich einmal in der Farbe Curious den Stay 8 Hours Lip Liner von Essence. Den habe ich hier einfach ganz normal schon gehabt und den werde ich jetzt auch verwenden. Ich liebe es, dass es einer zum Hochdrehen ist. Finde ich immer viel besser, als es anzuspitzen. Und über die Essence Lip Liner kann man sich echt nicht beschweren. Die sind sehr angenehm und die halten auch gut. Und darüber gebe ich mir den Plumpen Nudes Lip Gloss. Und den habe ich hier in der Farbe She's So Extra. Das ist dieser hier. Ich glaube, den habe ich mal in einem Tauschpaket oder im Adventskalender bekommen von der lieben Zara. Das weiß ich gerade gar nicht mehr. Und die beiden Lippenprodukte passen halt sehr gut zusammen. Es passt halt auch zum Augenlook. Und ja, das wäre jetzt tatsächlich mein fertiger Look mit den Produkten aus dem bestehenden und dem neuen Essence-Sortiment. Mein Fazit: Hätte Essence dieses Sortiments-Update gebraucht oder nicht? Also den Primer finde ich toll, dass die Foundation neu formuliert haben. Gefällt mir, weil mir die Foundation an sich gefällt. Das Augenbrauenprodukt bin ich noch nicht ganz warm mit geworden, muss ich nochmal austesten. Die Lidschattenpalette hätte ich jetzt tatsächlich so nicht gebraucht, um ehrlich zu sein. Ja, aber es ist, wie es ist. Die Mascara hätte ich nicht gebraucht. Den Concealer finde ich ganz nice. So ein in dem Auge drin Nude-Malstift finde ich auch okay. Schade, dass die halt keinen Blush-Bronzer oder Highlighter mit in dem neuen Sortiment mit drin haben. Das ist wirklich sehr schade. Ja, ansonsten ist das jetzt mein fertiger Look. Schreibt mir gerne euer Feedback, beziehungsweise ob ihr auch schon mal was getestet habt, welches Produkt ihr am interessantesten und welches am unspektakulärsten von dem neuen Sortiments-Update findet, unten in die Kommentare. Da können wir uns gerne mal austauschen. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Schminkies aus diesem Jahr. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!